Man stellt sich aber tausende Fragen in seinem Leben, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt. Welche Klamotten ziehe ich heute an? Soll ich heute zum Sport gehen? Welche Ausbildung oder welches Studium soll ich auswählen? Die Liste an Fragen, die wir uns im Leben stellen, scheint unendlich zu sein. In vielen Etappen und Phasen unseres Lebens stellen wir uns unterschiedliche Fragen. Die Fragen in unserer Jugend, als auch die Fragen als Erwachsene, können nicht unterschiedlicher sein, da sich unsere Interessen und Vorlieben verändern. Doch wir müssen uns eine Sache vergegenwärtigen. Egal in welcher Phase unseres Lebens wir uns befinden sollten, gilt es, das Wohlgefallen Allahs anzustreben. Seien wir doch mal ehrlich zu uns. Wann haben wir uns das letzte Mal bewusst gemacht, dass heute der Tag ist, an dem ich Allahs Wohlgefallen erreichen will? Wann war es, dass wir vom Schlafen aufgestanden sind und uns das Ziel genommen haben? O mein Herr, all meine Handlungen, die ich heute vollziehe, mache ich deshalb, weil ich dein Wohlgefallen erreichen möchte. Doch nun möchte ich eine Frage an meinen zuhörenden Bruder und meiner zuhörenden Schwester stellen. Sollte das Anstreben des Wohlgefallens unseres Herrn nicht zeitlos sein? Sollte dies kein Normalzustand sein? Sollte dies nicht situationsunabhängig geschehen? Die Antwort liegt klar auf der Hand. Definitiv. Unser Leben zeigt klar auf, dass wir in Routinen gefangen sind. Man steht auf, greift nach seinem Handy, schaut sich die neuesten Meldungen an, frühstückt, geht zur Arbeit und kommt müde nach Hause. Man geht mit Freunden raus, unternimmt Aktivitäten, verbringt Zeit mit der Familie und begibt sich anschließend ins Bett. Der ausschlaggebende Punkt ist, haben wir in unserem alltäglichen Leben nun an Allah gedacht und daran, sein Wohlwollen zu erreichen? Oder waren wir so abgelenkt, sodass wir Allahs Wohlgefallen völlig vergessen haben? Nun könnte man sich die Frage stellen, wie kann ich denn sein Subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen erreichen? Es ist wichtig zu verstehen, dass wir unsere Fähigkeiten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, auch auf seinem Weg nutzen. So hat eine Person durch Allahs Erlaubnis einen guten Draht zu vielen Menschen in seinem Umfeld. Das könnte er ausgezeichnet dafür nutzen, um ihnen den Islam näher zu bringen und dabei das Ziel zu haben, Allahs Gunst zu erreichen. Auch kann der Muslim in seinem Alltag das Wohlwollen des Erhabenen erreichen, indem er sich bewusst ist, dass die Arbeit, die er verrichtet, auf erlaubte Weise passiert. Einzig und allein dafür, Allahs Zufriedenheit anzustreben. Vieles im Leben geschieht, wo Allah mit uns zufrieden sein kann. So lasst uns aufbrechen in einem Leben, in dem wir Allahs Wohlgefallen in jeglichen Situationen und in allen von uns getätigten Handlungen anvisieren, auf dass wir nach einem Paradiesgarten trachten, dessen Breite wie die von Himmel und Erde ist, vorbereitet für all jene, deren Ziel im Leben es ist, Allahs Wohlgefallen zu erreichen.